Bei 30 Grad und mehr kommen wir in Deutschland gerade gut ins Schwitzen, aber bislang gab es nicht viele solcher Hitzetage. Bislang 14 in diesem Sommer im Vergleich zu den letzten Sommern auf jeden Fall deutlich weniger. Neben Hitze haben wir es auch mit der Schwüle zu tun und auch heute Morgen gab es hier über München schon dunkle Gewitterwolken. Die beschäftigen uns in der Nacht besonders im Südosten auch noch weiter, sonst nur einzelne Schauer, besonders im Westen häufig sternenklar bei lokal einstelligen Tiefstwerten. Am Samstag gibt es für viele noch mal einen tollen Sommertag. Es bleibt in den meisten Regionen trocken. Nur direkt an den Alpen sind einzelne Hitzegewitter möglich und auch an den Küsten einzelne Schauer sind hier unterwegs. Das Ganze bei Höchstwerten von bis zu 32 Grad. Ähnlich heiß geht es auch am Sonntag weiter. Da steigt das Gewitter- und Unwetterpotenzial hier im Süden aber dann doch ein bisschen an. Am Montag und Dienstag geht es turbulent weiter. Auch mit stürmischem Wind wird die Hitze vertrieben. Ja, und hier geht es jetzt weiter mit dem Bundesliga-Flash. Viel Spaß!